Die Regierung muss deutlich mehr aufklären und die Bundeskanzlerin muss dringend aufpassen, dass sie nicht zur Aufklärungsbremse wird. Denn im Moment sieht es eher danach aus, dass das Kanzleramt nach Ausreden sucht, weshalb man nicht weitere Aufklärungen betreiben sollte. Besser ist es, dass wir von der Bundesregierung jetzt erfahren, wie man Lösungen bekommt, wie man Informationen bekommt, wie wir tatsächlich mehr auch mitbekommen können. Und hier hoffe ich mir tatsächlich heute hier auch im Parlamentarischen Kontrollgremium deutlich mehr Informationen. Wichtig für mich ist ebenfalls, dass wir zusehen sollten, alles dagegen zu tun, dass gerade befreundete Staaten Wirtschaftsspionage auch auf deutschem Grund und Boden tun. Es kann nicht sein, dass Freunde möglicherweise sogar die Voraussetzung haben, rechtlicherseits auf deutschem Boden Wirtschaftsspionage zu betreiben. Und insofern erwarte ich auch hier von der Bundesregierung eine klare Aussage, dass Wirtschaftsspionage auf jeden Fall unter Partnern, aber grundsätzlich in Deutschland nicht möglich sein soll. Und das Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden, wenn es darum geht, die Abwehr von solchen Angriffen in Deutschland zu verhindern, dieses sollte aufgearbeitet werden und da muss auch darauf reagiert werden. Ja, meine Damen und Herren, inzwischen, soweit also Hartfried Wolf, inzwischen können wir Ihnen jetzt liefern hier live ein Statement von Kanzleramtsminister Pofalla, der gerade aus der Sitzung rausgekommen ist. Dass die Arbeit der amerikanischen Nachrichtendienste grundsätzlich überprüft wird. Die Zusammenarbeit mit Deutschland soll in einem Abkommen auf eine neue Basis gestellt werden. Dieses Abkommen über die zukünftige Zusammenarbeit wird weiter verhandelt. Der amerikanische Präsident wird Mitte Dezember die Ergebnisse der Überprüfung der Arbeit der amerikanischen Nachrichtendienste vorlegen. Und ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, in diesem Zusammenhang die Arbeit zwischen Deutschland und den USA im Bereich der nachrichtlichen, dienstlichen Zusammenarbeit eben auf eine neue Basis zu stellen und dass wir damit die einmalige Chance haben, verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Wenn das Verhandlungsstadium, in dem wir uns jetzt befinden, sich weiter konkretisiert, werde ich sowohl das Parlamentarische Kontrollgremium als auch die Öffentlichkeit weiter darüber informieren. Herzlichen Dank. Herr Pofalla, ist diese beendet jetzt? Soweit Ronald Pofalla, Kanzleramtsminister und als solcher im Kanzleramt verantwortlich für die Nachrichtendienste, jetzt Bundesinnenminister Friedrich. Wir sprechen über Herrn Snowden. Ich habe noch mal klar gemacht, dass unsere Entscheidung vom Sommer, dass Herr Snowden kein Asyl Recht in Deutschland hat, weil er nicht politisch Verfolgter ist, aufrechterhalten bleibt. Und wir jetzt darüber reden müssen, unter welchen Umständen und wie es möglich sein könnte, Herrn Snowden von wem auch immer in Moskau zu hören, um von ihm, falls er noch Informationen hat, was wir nicht wissen, auch solche Informationen zu bekommen. Das werden wir jetzt auch innerhalb der Bundesregierung prüfen, unter welchen rechtlichen und tatsächlichen Umständen eine solche Anhörung, Vernehmung, wie immer man das nennt, möglich ist. Vielen Dank. Soweit der Bundesinnenminister hier, Bundesinnenminister Friedrich. Jetzt gibt es noch das nächste Statement hier, Thomas Oppermann, der SPD. Die Regierung und der Chefs der Nachrichtendienste gehört über den Stand der Verhandlungen über das Anti-Spionage-Abkommen, das eben auch Herr Pofalla erwähnt hat. Diese Verhandlungen werden weitergeführt. Sie sind vertraulich, deshalb kann ich über die Einzelheiten nichts berichten. Aber ich kann sagen, ich habe die klare Erwartung, dass dieses Abkommen am Ende ein rechtsverbindliches Abkommen ist, das nicht nur die wechselseitige Spionage gegen Regierungen, Ministerien und öffentliche Stellen ausschließt, sondern deutlich auch Schranken setzt der Überwachung von Bürgern und Bürgerinnen und dass ganz klar auch die Wirtschaftsspionage zwischen beiden Ländern eindeutig beendet. Also noch einmal, die Erwartung ist, dass nicht nur die Spionage gegen Regierungsstellen, sondern auch der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor schrankenloser Ausspähung und der Unternehmen vor Industriespionage in diesem Abkommen geregelt wird.
Dann haben wir gesprochen über den Verdacht, dass Lauschaktionen von der britischen Botschaft ausgehen. Das muss jetzt eingehend untersucht werden. Wir sind uns darüber im Klaren, dass das absolut inakzeptabel ist, wenn aus der Botschaft eines eng befreundeten Partners wie Großbritannien Lauschaktionen durchgeführt werden. Das ist auch eine Straftat hier auf deutschem Boden. Da muss jetzt ermittelt werden und gegebenenfalls müssen auch Konsequenzen gezogen werden. Wir müssen die Spionageabwehr künftig auch darauf einstellen, dass wir von befreundeten Partnern ausspioniert werden. Das können wir nicht allein mit den Mitteln der Spionageabwehr lösen. Das muss vorrangig politisch gelöst werden. Aber einstweilen gilt der Satz, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und dann haben wir über die Möglichkeit gesprochen, ob wir Herrn Snowden befragen können. Dazu haben wir unter den Abgeordneten des Deutschen Bundestages und ohne die Mitarbeiter der Dienste ein sehr nachdenkliches Gespräch geführt. Wir sind einvernehmlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Bundesregierung bitten, genau zu prüfen, ob Herr Snowden zunächst in Moskau befragt werden kann, ohne ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Das muss die Bundesregierung in den nächsten Tagen und Wochen prüfen. Und dann wollen wir wieder zusammenkommen und darüber reden, welche Möglichkeiten bestehen. Herr Snowden hat zwar sein gesamtes Material weggegeben und verschiedenen Journalisten anvertraut. Deshalb erwarten wir jetzt von den Vereinigten Staaten, dass sie dieses Material, was Herr Snowden besitzt, auch uns zur Verfügung stellt. Das wäre auch ein großer Schritt in Richtung Aufklärung. Herr Snowden bleibt natürlich darüber hinaus ein wichtiger Zeuge. Er hat geholfen, aufzudecken, dass Spionage gegen unser demokratisches Land betrieben wird, auch von befreundeten Partnern. Deshalb wäre es gut, wenn wir ihn befragen können. Wir dürfen ihn dadurch aber nicht in Schwierigkeiten bringen. Und deshalb haben wir die Bundesregierung gebeten, zu prüfen, ob das zunächst in Moskau geschehen kann. An was für Schwierigkeiten denken Sie? An alle möglichen Schwierigkeiten, die Herrn Snowden dadurch entstehen können. Das sollte nach Möglichkeit ausgeschlossen werden. Ist eine Befragung in Deutschland damit vom Tisch? Herrn Snowden, eine Befragung in Deutschland steht im Augenblick nicht zur Debatte. Sondern wir wollen zunächst sehen, ob eine Befragung in Moskau möglich ist. Und am Ende glaube ich, dass eine Befragung in Deutschland überhaupt nur im Wege einer verhandelten Lösung möglich ist. Denn dann müssten wir gewährleisten, dass Herrn Snowden nichts passiert. Und man kann Herrn Snowden nicht nach Deutschland einladen, wenn man nicht definitiv ausschließen kann, dass er hinterher ausgeliefert werden muss. Vielen Dank. Soweit Thomas Oppermann, Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion in diesem Gremium, in dem parlamentarischen Gremium. Und jetzt Michael Grosse-Brömer, CDU-CSU-Fraktion. Der Bericht über das, was an Gesprächen, an Verhandlungen in Washington stattgefunden hat, sehr zufrieden gestimmt hat. Wir haben das Gefühl, dass eine neue Grundlage einer Zusammenarbeit geschaffen werden kann, die verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen kann. Es finden sehr ernsthafte Gespräche statt und das ist auch gut so. Ich habe heute für die Union den Vorschlag gemacht, dass wir diese Regierungskonsultationen ergänzen dadurch, dass wir auch auf parlamentarischer Ebene den Prozess der Vertrauensbildung, der Vertrauensrückgewinnung auch unterstützen. Ich hielte es für sinnvoll, wenn wir auch Kontakt aufnehmen zu den Kontrollausschüssen beider Häuser in Washington, also Frau Feinstein und Herrn Rogers, persönlich kontaktieren. Ich werde mich darum kümmern, denn ich halte es für sinnvoll, dass wir nicht nur auf Regierungsebene gute Gespräche führen über die künftige Zusammenarbeit, auch über das, was künftig nicht mehr stattfinden soll,
sondern dass wir das auch parlamentarisch begleiten. Und die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums sind natürlich die Parlamentarier, die in dieser Hinsicht als erstes gefragt sind. Ich will weiter darauf hinweisen, dass wir in der Tat ein ernstes und nachdenkliches Gespräch geführt haben über das, was mit Herrn Snowden passieren kann. Ob und was er aussagen kann, ist mir jedenfalls noch nicht umfänglich klar geworden. Die Materialien stehen ihm selbst nicht mehr zur Verfügung. In welchem Umfang er wozu möglicherweise Informationen ergänzend liefern kann, ist noch zu klären. Deswegen halte ich den Beschluss für richtig, zu sagen, die Bundesregierung wird beauftragt, darüber nachzudenken, Herrn Snowden informatorisch anzuhören und dabei möglicherweise auch festzustellen, in welcher Form er als Zeuge zur Verfügung stehen kann. Herzlichen Dank. War es richtig, die Affäre für beendet zu erklären? Ich weise gerne hier nochmals darauf hin, dass seinerzeit ein Vorwurf konkret überprüft wurde, nämlich der der massenhaften Ausspähung durch den BND sozusagen beauftragt durch die NSA. Wir haben ja damals festgestellt, nicht zuletzt anhand der Codierung, dass dieser Vorwurf offensichtlich falsch war und dass es in dem Zusammenhang nicht zu einer massenhaften Ausspähung gekommen ist in Deutschland, und infolgedessen war die damalige Feststellung, dass dieser konkrete Fall sich nicht bewahrheitet hat, richtig und auch heute noch nachvollziehbar. Vielen Dank. Soweit also Michael Grosse-Brömer, CDU-CSU-Fraktion, und als nächstes jetzt Hans-Christian Ströbele, Bündnis 90 Die Grünen. Fast zufrieden nach diesem Gespräch. Vielleicht zunächst zu dem ersten Teil. Als die Dienste noch anwesend waren. Auch ich habe den Bericht aus Washington gehört und kann nur sagen, ich weiß jetzt nicht mehr als zuvor. Ich weiß weiterhin nicht, wie viele Millionen deutsche Bundesbürgerinnen und Bundesbürger von der NSA abgeschöpft, mit ihren Kommunikationsbeziehungen abgeschöpft, diese Kommunikation gespeichert und ausgewertet worden sind. Zu dieser entscheidenden Frage, die sich ja bereits in dem Fragenkatalog der Bundesregierung von Anfang Januar befindet, habe ich bis heute keine Antwort. Und ich glaube, auch kein anderer in Deutschland hat sie. Das heißt, da sind wir nicht weitergekommen. Stattdessen werden wir jetzt vertröstet auf Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten. Da soll es möglicherweise Informationen, möglicherweise Dokumente aus den USA geben, die der deutschen Bundesregierung und dann vielleicht auch dem Parlamentarischen Kontrollgremium zur Verfügung gestellt werden, wo all diese Fragen beantwortet werden. Ich bleibe da weiterhin skeptisch. Aber das war ja nicht der zentrale Punkt der heutigen Veranstaltung, weil, das hatte ich schon vorher gesagt, da war nicht viel mehr zu erwarten. Jetzt kommen wir zu dem ernsten Gespräch. Ich gebe den Kolleginnen und Kollegen recht, die hier geredet haben. Es war wirklich ein auch mich beeindruckend ernstes Gespräch, wo nicht nur Informationen ausgetauscht worden sind, sondern wo auch Sorgen ausgetauscht worden sind und wo wir uns auch über die Schwierigkeit und die Dimension des Problems, glaube ich, weitgehend einig sind, natürlich noch nicht, über die Lösungsmöglichkeiten. Ich begrüße es außerordentlich, dass auch die größte, nach wie vor größte Fraktion des Bundestages es auch für richtig hält, was ich ja versucht habe, schon letzte Woche anzuleiern, nämlich, dass wir auch das Problem Snowden nur lösen können in einer direkten Diskussion, Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem US-Kongress, die dort für die Kontrolle, Beaufsichtigung der Geheimdienste zuständig sind. Ich hatte ja die letzte Woche angeschrieben, die Reaktion bisher ist erfreulich. Und wenn das jetzt auch von den anderen Fraktionen vehement betrieben wird, von der Bundesregierung unterstützt wird, dann kann da was zustande kommen. Ich bin nach wie vor
in einem Punkt völlig anderer Meinung als der Innenminister. Selbstverständlich kann man Herrn Snowden in Deutschland aufnehmen. Selbstverständlich kann man Herrn Snowden in Deutschland Asyl geben oder auf andere Weise die Aufenthaltsmöglichkeit geben. Selbstverständlich kann man davon absehen, ihn auszuliefern. Und selbstverständlich kann man auch mit den deutschen Sicherheitsbehörden die Sicherheit von Herrn Snowden in Deutschland garantieren, sicherstellen. Nur man muss es wollen. Man muss es wirklich wollen, dann geht das alles. Darüber werden wir weiter nachdenken, darüber werden wir diskutieren. Ich habe auch gegenüber der Bundesregierung, den beiden Ministern betont, dass ich nach wie vor für Informationen, für Gespräche zur Verfügung stehe, auch wenn ich vermutlich in der Opposition sein werde im neuen Deutschen Bundestag. Aber ich stehe da weiterhin zur Verfügung. Und es ist sicher richtig, das habe ich ja auch immer gesagt, habe ich auf der Pressekonferenz gesagt, wenn Abgeordnete, die Bundesregierung, wer auch immer, der Generalbundesanwalt, versucht, direkten Kontakt mit Herrn Snowden zu bekommen, um in informellen Gesprächen zu klären, erstens, was er weiß, ob er Wesentliches beitragen kann zur Aufklärung. Ich bin davon überzeugt. Mich hat er da bereits von überzeugt. Aber das kann auch in Moskau geschehen, wenn Herr Snowden damit einverstanden ist. Aber ich bestehe darauf, dass er nach Deutschland kommt oder in ein anderes vergleichbares Land kommt, weil ich denke, wir alle hier in Deutschland, in Europa, auch in den USA, sind Herrn Snowden zu Dank verpflichtet. Sonst würde in diesem Augenblick das Handy der Kanzlerin weiterhin abgehört. Wir wüssten nichts davon, sie auch nicht. Und sonst würden auch die Ausspähaktionen bei Millionen von Bundesbürgern weitergehen und wären völlig unhinterfragt. Und all die schönen Sachen, die jetzt verhandelt werden mit den USA, würden nicht verhandelt und würden auch nicht stattfinden, ganz unabhängig, was davon rauskommt. Herr Strömel, letzte Woche haben Sie gesagt, Snowden wolle nicht in Moskau vernommen werden. Und es gäbe auch gute Gründe, warum das nicht richtig sei. Hat sich da etwas verändert, Nein. Objektiv oder in Ihrer Position dazu oder in Snowdens Position? Ich habe ja insofern nur weitergegeben, was Herr Snowden mir gesagt hat. Selbstverständlich habe ich das parlamentarische Kontrollgremium entsprechend informiert über die Auffassung von Herrn Snowden. Aber ich habe immer gesagt, ich bin weder sein Anwalt noch sein Sprecher, sondern ich kann das nur weitergeben. Selbstverständlich kann die Bundesregierung oder kann auch das Parlament auf den dafür möglichen Wegen mit ihm Kontakt aufnehmen, informellen Kontakt, um da noch zu klären, ob es vielleicht doch eine Bewegung für ihn. Erstmal geht es ja um informelle Gespräche, ob sowas möglich ist, wo man das noch mal vertiefen kann. Und jetzt wird das versucht einzuleiten, ob es klappt, werden wir sehen. Worin bestehen denn da die konkreten Hindernisse? Die Russen selber haben gesagt, das sei eigentlich kein Problem. Das war einer der entscheidenden Punkte, über den wir sehr intensiv und sehr lange und sehr, sehr ernsthaft geredet haben, weil der Ernst der Situation, glaube ich, allen Abgeordneten, die jetzt anwesend waren, klar war. Aber das möchte ich jetzt hier nicht erzählen. Ich habe Ihnen schon in der Pressekonferenz gesagt, da gibt es gewichtige Gründe. Zum Beispiel wäre jetzt bei einer Befragung in Moskau wäre natürlich selbstverständlich immer die Zustimmung der russischen Regierung erforderlich. Alle Bedingungen, unter denen das ablaufen könnte, das müssten die Russen billigen und richtig finden. Also da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, aber auch solche, die ich hier nicht ausbreiten will. Um der Sache willen. Nicht, weil ich Ihnen was vorenthalten will. Vielleicht in einem halben Jahr können wir da noch mal ganz offen drüber reden. Das heißt, man müsste den Russen was dafür geben? Oder was bedeutet das? Sie können jetzt noch dreimal die Frage stellen. Die beantworte ich dann immer noch nicht. Gut, danke sehr. Soweit also Hans-Christian Ströbele, Bündnis 90 Die Grünen. Und jetzt als letztes Statement dasjenige von Steffen Bockhahn von der Fraktion Die Linke. Wenn ich das richtig sehe, kommt Herr Bockhahn hier noch. Meine da ist er. Sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, dass die Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums heute deutlich gemacht hat, dass wir noch sehr viel zu tun haben. Erstens dabei, uns selber darüber klar zu werden, was wir eigentlich wissen wollen. Da gibt es unterschiedliche
Bedürfnisse in Erkenntnisse zu erlangen. Ich denke, dass das aber auch nicht überraschend ist. Das haben wir auch seit Beginn der Geheimdienstaffäre im Frühsommer erlebt, dass es da Leute gibt, die einen größeren Aufklärungsbedarf haben und Leute gibt, für die Sachen schon beendet sind. Das setzt sich aus meiner Sicht fort. Ich glaube, dass es nicht damit getan ist, sich mit den Amerikanern und den Briten darüber zu verständigen, dass man sich künftig nicht mehr gegenseitig ausspitzeln möchte. Das wird so nicht funktionieren. Ich glaube, dass es vor allen Dingen notwendig ist, dass der Verfassungsschutz künftig unmissverständlich und ganz klar macht, dass er auch bei Briten, auch bei Amerikanern und bei wem auch sonst immer dieser Verdacht entsteht, gnadenlos gegen Spionage vorgeht. Wir werden natürlich schauen müssen, dass wir uns technisch da so aufstellen, dass wir auch die eigene Kommunikation im Regierungsbezirk, und das bedeutet eben ausdrücklich auch die Kommunikation der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, besser schützen, als das bisher der Fall ist. Denn es darf einfach nicht sein, dass man eine Einladung an alle ausspricht, die geheime Kommunikation von Abgeordneten und von Regierungsmitgliedern auszuspähen. Ich habe da mit großem Erschrecken festgenommen, dass der ehemalige deutsche Botschafter in den Vereinigten Staaten Ischinger der Auffassung ist, dass es normal sei und man das akzeptieren müsse. Ich finde, das ist nicht normal und man darf es nicht akzeptieren, dass vermeintliche Freunde die Kommunikation von Abgeordneten und Regierungsmitgliedern ausspionieren. Das gehört sich nicht, das ist unanständig, das sollte man lassen. Ich glaube, dass wir darüber hinaus auch uns klar werden müssen darüber, was die deutschen Geheimdienste tun oder auch nicht tun. Ich gehe davon aus, dass die Aussage, dass der Bundesnachrichtendienst und auch der Verfassungsschutz die Dinge, die wir Amerikanern und Briten vorwerfen, selber nicht tun. Ich hoffe, dass das so bleibt. Alles andere würde zu einer absurden Situation führen, nämlich dass wir uns darüber aufregen, dass Partner uns ausspionieren und selber Gleiches mit anderen Partnern tun. Deswegen will ich hoffen, dass die Erklärung, die deutschen Dienste würden sowas gegenüber Partnern nicht tun, Bestand hat und auch in Zukunft Bestand haben wird. Ich habe heute mit tatsächlich großem Respekt die Diskussion über den Umgang mit Edward Snowden erlebt. Wir haben wirklich sehr ausführlich und nachdenklich diskutiert. Wir haben auch da natürlich unterschiedliche Auffassungen über den Umgang mit Edward Snowden, über die Bedeutung von Edward Snowden. Das ist aber auch nicht überraschend und dazu ist auch ein Parlament da, dass verschiedene Meinungen vertreten werden. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir offiziell mit ihm sprechen und ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass wir versuchen, ihn zu schützen. Denn er hat über offenkundigen Rechtsbruch die Welt informiert. Er hat über illegale Verhaltensweisen amerikanischer und britischer Geheimdienste informiert. Und dafür verdient er es, Schutz zu genießen. Und deswegen glaube ich, dass es eine wichtige Maßnahme wäre, wenn die Bundesregierung sich gegenüber den Partnern in den USA dafür stark macht, dass man Edward Snowden nicht vor allen Dingen zeigt, wie man gedenkt, ihn strafrechtlich zu verfolgen, sondern dass man vielleicht auch mal in der Lage ist, in den Vereinigten Staaten zu erkennen, dass dieser Mann auch ein Verdienst für den Bestand der Demokratie hat. Und diese Aufgabe, glaube ich, muss geprüft werden. Und darüber hinaus müssen wir natürlich schauen, wie wir unsere eigenen Interessen im Umgang mit Edward Snowden künftig vertreten wollen. Denn klar ist, dass es sein kann, dass er Informationen hat, die für Verfahren in Deutschland von großer Notwendigkeit sind. Dieser Weg wird schwer, eine einfache Lösung gibt es da nicht. Aber ich denke schon, dass man offen sein sollte für alle Möglichkeiten, die sich bieten. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen und Monaten von der Bundesregierung auch wirklich mit der nötigen Offenheit getan wird und dass nicht Türen unnötig vorzeitig zugeschlagen werden. Vielen Dank.